Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr ja, dass ich immer wieder so kritische Themen aufgreife, wenn es zum Beispiel um Rohstoffe für Elektroautos geht, wie zum Beispiel Lithium oder Kobalt, wenn es um Wasserstoff geht, wenn es um Brennstoffzellenautos geht oder den Strombedarf, wenn wir alle elektrisch fahren oder die Frage, ob Elektromobilität überhaupt umweltfreundlicher ist als herkömmliche Verbrenner. Und ich bin ja Diplom-Ingenieur und da möchte ich natürlich möglichst euch Fakten präsentieren. Ich bin ja kein Wissenschaftler, aber die Fakten sollen zumindest gesichert sein. Und dadurch recherchiere ich natürlich dazu und versuche euch das verständlich rüberzubringen, um dann eben auch dieses ganze Stammtischgeschwafel so ein bisschen gerade zu rücken. Und einer meiner Abonnenten, der hat mich deswegen schon mal als E-Auto-Evangelist bezeichnet. Das ist eigentlich ziemlich witzig, aber hier geht es ja gerade nicht um Glauben, sondern eben um Wissen. Und jetzt mit diesem Video, da möchte ich euch eine kleine Reihe präsentieren, wo nämlich die Wissenschaft sich zum Ingenieur dazugesellt. Und zwar in Form von Professor Dr. Maximilian Fichtner, dem Leiter des Helmholtz-Instituts in Ulm. Ja, und zusammen mit Professor Fichtner, da möchte ich euch in diesem Video und in denen, die da noch kommen, so ein kleines Update geben zu der großen Frage der Transformation unserer Autos. Also weg vom Verbrenner hin zu... Ja, zu was eigentlich? Gibt es nur einen Antrieb, der irgendwie für die Zukunft Sinn macht? Oder werden wir verschiedene Technologien benutzen? Gibt es irgendwie eine Übergangstechnologie, die wir parallel fahren, solange bis dann irgendwann eine endgültige Technologie entwickelt ist? Ist es dann Wasserstoff oder sind es E-Fuels oder doch voll elektrisch? Ja, welche Konzepte sind dabei vielleicht ein Irrweg? Und wie umweltfreundlich ist nun die E-Mobilität wirklich? Ja, das wird mega spannend und wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Moin, Herr Professor Fichtner. Ich freue mich total, dass wir beide uns endlich mal zu diesen spannenden Themen unterhalten können. Und meine Zuschauer kennen Sie vielleicht noch nicht und vielleicht stellen Sie sich kurz vor und erzählen mal so, was Ihr Background ist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker und bin im Augenblick, habe mehrere Ämter inne. Ich bin geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Ich bin hier auch Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Dann habe ich eine Forschungsabteilung, die ich hier am Institut leite. Ich habe auch noch eine Forschungsabteilung, die ich am Karlsruher Institut für Technologie leite, namens elektrochemische Energiespeicherung. Dann bin ich Sprecher eines großen Forschungsverbunds namens CELEST. Das ist das Center for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe. Das ist so wahrscheinlich der größte Forschungsverbund dieser Art in Europa. Und dann bin ich noch Sprecher eines sogenannten Exzellenzclusters mit dem Namen Energiespeicherung jenseits Lithium, mit der Abkürzung POLIS. Da arbeiten etwa 120 Leute an verschiedenen Themen, um das Lithium in der Batterie zu ersetzen. Also da könnt ihr mal sehen, wenn jemand auf diesem Gebiet ein Experte ist, dann Professor Fichtner. Herr Fichtner ist übrigens nicht nur auf zahlreichen Vorträgen und auch auf YouTube mit seinem Fachwissen gefragt, sondern er betreibt auch einen eigenen Batterie-Podcast und den kann ich euch wärmstens empfehlen. Und falls ihr den noch nicht kennt, dann schaut mal kurz hier. Bevor es jetzt gleich weitergeht, eine kurze Empfehlung von uns für den eigenen Podcast von Professor Fichtner. Der heißt Geladen, der Batterie-Podcast und wird produziert von zwei Batterieforschungseinrichtungen. Patrick, erzähl mal kurz, worum geht's da? Ja, wir reden in diesem Podcast oft über Batterien für die Elektromobilität, über zukünftige neue Batteriematerialien, über Sicherheit, über Nachhaltigkeit und zum Beispiel über Recycling von Batterien. Also ganz neue Forschungsthemen direkt aus Ulm. Schalten Sie ein und abonnieren Sie. Ja, und wenn ihr eine Autoversicherung für euer E-Auto braucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner der Fair Finanzpartner OAG vorbei, Stefan Hamsen, und die haben garantiert ein passendes Angebot für euch. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, ich starte ja mit dem heutigen Video, wie im Intro schon gesagt, eine kleine Serie und in der geht es darum, euch mal einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten für neue Antriebe in unseren Autos zu verschaffen und welche davon aus Umweltaspekten eigentlich am meisten Sinn machen. Erstmal die Frage an Professor Fichtner, warum brauchen wir überhaupt neue Antriebe? Der Verbrennungsmotor, der ist doch bestimmt noch nicht ausgereizt.
Also durch neue Technologien hier und Optimierung da, da kann man doch vielleicht noch viel aus dem Verbrennungsmotor rausholen. Man hört ja immer, dass ein moderner Diesel die Luft sauberer hinten rauspustet, als er sie vorne einsaugt. Können wir mit Verbrennern nicht doch irgendwie unsere Klimaziele erreichen? Also tatsächlich scheint es noch ein gewisses Verbesserungspotenzial zu geben. Aber es gibt auch natürliche physikalische Grenzen. Das sind einfach Naturgesetze, die einem irgendwo eine Wand bereiten. Und ein Verbrennungsmotor, Kolbenmaschine, unterliegt den Gesetzen der sogenannten Thermodynamik. Und daran muss er sich auch halten. Das heißt, die Bäume wachsen da nicht in den Himmel. Wir müssen eigentlich aus zwei Gründen umsteuern. Das eine ist das Thema, was ständig und überall diskutiert wird. Das ist also die Klimaproblematik, der Ausstoß von CO2, der in dem Fall auch mit einem recht ineffizienten Gerät erzeugt wird aus fossilen Kraftstoffen. Und die fossilen Kraftstoffe, die ändern gerade ihre Herkunft im Augenblick sehr stark. Also früher kamen die praktisch ausschließlich aus diesen großen Ölquellen in Saudi-Arabien, Irak und Venezuela und so weiter. Jetzt kommen zunehmend Anteile aus dem sogenannten Fracking und aus Teersanden dazu. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, wenn Sie ein Liter Diesel aus einem Teersand herstellen wollen, dann ist das so energieaufwendig, dass Sie praktisch einen halben Liter Diesel dafür verbrennen müssen. Das heißt, der CO2-Fußabdruck, der wächst ins Gigantische dieser Techniken. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der steckt da schon ein bisschen drin. Die Tatsache, dass wir auf solche Quellen wie Teersande und Fracking verstärkt zurückgreifen müssen, liegt daran, dass die großen Lager eigentlich so langsam leer laufen. Die Internationale Energieagentur hat vor 5 Jahren schon bekannt gegeben, dass 80% der 800 größten Ölquellen weltweit über diesen sogenannten Förderpeak gelaufen sind. Das heißt, wir können einfach, ich will nicht sagen die Tage zählen, aber doch die Jahre, wann das zu Ende gehen wird. Man kann sich jetzt beliebig streiten darüber, welchen Effekt das CO2 in der Atmosphäre macht. Die Wissenschaft ist sich da eigentlich sehr einig. Aber worüber man sich irgendwann mal nicht mehr streiten kann, ist, wenn einfach kein Öl mehr da ist. Das heißt, wir sind gezwungen, auf alternative Techniken zurückzugreifen. Und im Augenblick haben wir eine Situation, in der wir versuchen, das Ganze mit erneuerbarer Energie zu bewerkstelligen. Und unter den Optionen, die wir im Augenblick haben, geht der vollelektrische Antrieb am effizientesten mit dieser erneuerbaren Energie um. Und das ist gerade in Zeiten, wo es eben noch nicht genügend erneuerbare Energie gibt bei uns, ist es von größter Bedeutung. Okay, wir haben jetzt ja gehört, wir brauchen irgendwelche Alternativen zum Verbrenner und da führt kein Weg dran vorbei, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Und dann haben wir im Prinzip 3 realistische Möglichkeiten. Also als erstes sind da die E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Die können wir im Prinzip mal ganz vereinfacht ausgedrückt unter Einsatz von regenerativer Energie aus Luft gewinnen. Und dann können wir die ganz normal wie bisher tanken. Die haben aber nicht den Nachteil, dass sie klimaschädliches CO2 emittieren. Und dann haben wir den Wasserstoff, der über eine Brennstoffzelle Strom erzeugt, mit dem wir unsere Autos elektrisch antreiben können. Auch hier fallen beim Fahren keine klimaschädlichen Gase an. Und zum Schluss, da gibt es die reine Elektromobilität. Und da kommt die Antriebsenergie direkt aus einer großen Batterie. Und damit sind wir ebenfalls komplett emissionsfrei unterwegs. Und diese 3 Konzepte, die liegen jetzt irgendwie auf dem Tisch. Und in der Wahrnehmung vieler Leute, da ist noch überhaupt nicht entschieden, was sich davon eigentlich durchsetzt. Zumindest nicht, wenn man manche Politiker reden hört, die immer noch von Technologieoffenheit sprechen. Ja, und das ist tatsächlich auch eine weit verbreitete Meinung, auch von Leuten, die meinen Kanal schauen und eben auch entsprechend unter meinen Videos kommentieren. Ja, und deswegen wollen wir uns heute mal als erstes mit dem Thema E-Fuels beschäftigen, denn damit könnten wir ja unsere Verbrennerflotte im Prinzip ganz einfach wie bisher weiter betreiben und müssen uns nicht an was Neues gewöhnen. Sie selbst, Herr Professor Fichtner, Sie haben ja auch schon dran geforscht, oder? Also ich habe verschiedene Dinge getan in meiner Forscherkarriere. Ich habe 4 Jahre an E-Fuels geforscht, 12 Jahre im Bereich Wasserstoffantriebe und bin dann zu den Batterien gekommen.
Zu den E-Fuels, ich höre das auch immer wieder und das Ganze klingt so ein bisschen, als müssten wir nur Schnipp machen. Können Sie denn vielleicht mal für uns erklären, was sind eigentlich E-Fuels? Wie werden die hergestellt? E-Fuel, also das heißt ein elektrisch hergestelltes eine elektrisch hergestellte Flüssigkeit, die man als Brennstoff verwenden kann. Das ist also E-Diesel, E-Methanol oder wie der, was der Prozess halt eben hergibt. Ausgangspunkt, um solche E-Fuels herzustellen, ist immer erneuerbare Energie. Sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Mit dieser erneuerbaren Energie müssen wir erstmal die beiden Rohstoffe bereitstellen, mit denen wir das E-Fuel erzeugen. Das eine ist Kohlendioxid. Das ist auch die Idee dabei, dass man das Kohlendioxid aus der Atmosphäre sammelt und dann für den Prozess bereitstellt. Hinterher wird das CO2 dann beim Verbrennen wieder freigesetzt. Die zweite Zutat ist Wasserstoff, in dem Falle grüner Wasserstoff, der also durch Elektrolyse mittels erneuerbarem Strom Wasserstoff erzeugt aus Wasser, ja, und die beiden Ingredienzen, die werden dann in der chemischen Anlage, der Prozess ist seit langem bekannt und erforscht, die werden zusammengebracht und zur Reaktion gebracht und dann kriegen sie hinten eben zum Beispiel Methanol raus oder wenn sie dann mehrere weitere Schritte machen, irgendwann mal auch sowas wie E-Diesel. Okay. Das klingt doch aber eigentlich ziemlich simpel und das sieht auch relativ klimaschonend aus. Also müssen wir jetzt nur die politischen Entscheidungen treffen und dann wären die morgen da? Das klingt oft so. Das höre ich auch immer wieder. Das zeigt aber eher, dass derjenige, der sowas sagt, eigentlich wenig von den Umständen weiß, wie solche E-Fuels hergestellt werden müssen. Ich sage mal nur zwei Zahlen. Alleine um das Kohlendioxid aus der Luft zu sammeln, brauchen Sie sehr große Energiemengen. Das heißt, Sie müssen, um eine Tonne CO2 abzuscheiden, 1000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom bereitstellen. Und dann müssen Sie den Wasserstoff herstellen. Und dann müssen Sie das Ganze in einen chemischen Prozess bringen. Da haben Sie auch nochmal Verluste in den verschiedenen Schritten. Am Ende ist es so, dass Sie, um einen Liter E-Diesel herzustellen, brauchen Sie je nach Prozess etwa 23 bis 27 Kilowattstunden Energie. Jetzt machen wir eine kleine Rechnung. 23 bis 27 Kilowattstunden für einen Liter heißt, wenn Sie den jetzt in normalen Diesel reinfüllen und wollen damit 100 Kilometer fahren, dann brauchen Sie 6 Liter davon zum Beispiel. Ja, dann sind Sie gleich bei 140 bis 160 Kilowattstunden Energieaufwand, den Sie vorne reinstecken müssen, um diese 100 Kilometer weit zu fahren. Wenn Sie die gleiche Energiemenge nehmen und in ein Batteriefahrzeug stecken, da kommen Sie damit 800 bis 1000 Kilometer weit. Ja? Und das heißt also in Zeiten, wo wir eh zu wenig erneuerbare Energien zur Verfügung haben, ist das pure Energieverschwendung. Das heißt, hier im Lande ließe sich sowas nicht machen. Es wird auch nur hier und da in Pilotprojekten gemacht. Also ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass die derzeit in Deutschland hergestellten E-Fuels gerade mal ausreichen würden, um einen Airbus 350 oder 340 für 20 Minuten in der Luft zu halten. Also wenn wir jetzt so viel Energie benötigen, dass wir die in Deutschland nicht regenerativ herstellen können, dann könnten wir doch in andere Gegenden der Welt gehen, also wo Wind und Sonne und vor allem auch Fläche genügend vorhanden ist. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Also ich glaube, es ist tatsächlich angekommen, dass es keinen Sinn macht, diese E-Fuels in Deutschland in größerer Menge herstellen zu wollen. Wie Sie sagen, es ist einerseits die Möglichkeit, wir gehen in die Wüste, da gibt es genug Sonne, kriegen wir günstige elektrische Energie. Was in der Wüste fehlt, ist Wasser. Wir brauchen, um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, brauchen wir 9 Kilogramm Wasser, Reinstwasser. Und das ist so einfach nicht zu kriegen. Deshalb macht Porsche zum Beispiel den Ansatz mit Siemens Energy, dass sie sagen, wir gehen nach Patagonien, da bläst der Wind stetig, da kann man dann Windräder aufstellen
und kann damit solche E-Fuels erzeugen. Porsche macht es expressis verbis nicht, um die Welt damit zu retten, sage ich mal, sondern sie haben gesagt, wir gehen davon aus, dass wir auch über 2030 hinaus noch Kunden haben werden, die mit Porsche-Verbrennern fahren werden. Also die klassischen 911er zum Beispiel. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben oder wir übernehmen die Verantwortung dafür und stellen ein Äquivalent an Treibstoff zur Verfügung, um hier auch irgendwie das anzuerkennen, dass wir immer noch mit Verbrennern fahren. Wenn wir dann mal die Zahlen anschauen, was da projektiert ist, also da soll jetzt die erste Pilotanlage aufgebaut werden, das wird dann ausgebaut, dann ist bis etwa 2030 als Zielzahl stehen 550 Millionen Liter Methanol als Ziel voran. Das klingt ziemlich viel, 550 Millionen Liter im Jahr, relativiert sich allerdings stark, wenn wir mal anschauen, was wir in Deutschland eigentlich verbrauchen. Wir verbrennen im Jahr in Kraftfahrzeugen 47 Milliarden Liter Kraftstoff pro Jahr. Das heißt, mit diesem größten bisher bekannten Projekt schaffen wir es bis 2028, 30 vielleicht gerade mal 1 bis 1,3% des Bedarfs in Deutschland zu decken. Und da ist von dem Rest der Welt noch gar keine Rede. Also wer hierher geht und behauptet oder die Meldung verbreitet, wir müssten jetzt morgen nur die Entscheidung treffen, auf E-Fuels zu gehen, also der ist entweder nicht richtig informiert oder verbreitet Falschmeldungen, weil es gibt keine E-Fuels, die auf grüner Basis hergestellt werden und es wird auf absehbare Zeit auch keine geben und das ist das Nächste, ich bin überhaupt kein Feind von E-Fuels. Wir werden E-Fuels brauchen, allerdings in anderen Anwendungen. Wir werden sie möglicherweise brauchen in der Luftfahrt, wir werden sie möglicherweise brauchen im Schiffsverkehr. Da ist aus heutiger Sicht ein rein elektrischer Antrieb noch nicht sinnvoll. Da sind die Batterien noch zu schwach, zu wenig leistungsfähig. Auch der Wasserstoff hat dort Probleme, kann nur bestimmte Anwendungen leisten. Da müsste man weiterhin auf E-Fuels gehen. Und wenn Sie die Mengen sich mal anschauen, die da produziert werden, dann reichen die eben nicht mal für Luftfahrt und Schiffsverkehr aus. Das heißt, für den Straßenverkehr wäre da schon gar nichts mehr übrig. Ja, und wie teuer wäre dann ein Liter E-Fuel an der Tankstelle, wenn man so viel Energie einsetzen muss? Na, gehen Sie mal davon aus, dass Sie für eine Tankfüllung jetzt ohne Steuern so 300 bis 400 Euro zahlen müssten. Wobei Porsche jetzt keine eigenen Tankstellen plant dafür, sondern das würde man in den großen Kraftstoffsee geben, genauso wie man es mit dem Strom macht. Ja, dass also da, man hat ein Netz, in dem alle Quellen eingespeist werden und dann würde Porsche eben da auch die hergestellten E-Fuels einspeisen. Ob natürlich die E-Fuels, die in Patagonien hergestellt worden sind, immer noch genauso teuer sind wie jetzt die Zahlen, die ich aktuell genannt habe, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich sind sie billiger und vielleicht kosten sie auch nur die Hälfte. Ob es viel billiger wird, das muss man erst noch sehen. Das würde ich jetzt spontan erstmal bezweifeln. Wir reden ja immer von Treibhausgasemissionen und die wollen wir ja vermeiden. Kommt denn mit E-Fuels wirklich nur das CO2 aus dem Auspuff, also das, was ich vorher der Luft entzogen habe, oder ist da noch mehr in den Abgasen? Naja, im Prinzip ist es nach wie vor ein Verbrenner. Das heißt, wir haben lokal vor Ort die Situation, die wir eben auch im Augenblick haben durch die Verbrenner. Das heißt, wir haben das ganze Gerassel, wir haben den Lärm. Wir haben Ruß und wir haben natürlich NOx. Dafür gibt es Filter, aber es gibt jetzt auch schon Untersuchungen, dass gerade der Ruß aus E-Fuels in den Filtern schwerer abbaubar ist. Das heißt, es könnte sein,
dass die Rußfilter mit den E-Fuels langsam zugehen und dass man sich da irgendwas anderes einfallen muss. Es scheint Probleme zu geben, wenn man das 1:1 übertragen möchte. Ja, Stichwort CO2-Neutralität. Also wenn man solche riesigen Anlagen bauen muss, um auch nur den Spritbedarf von Deutschland zu decken, wie ist denn das mit dem CO2-Rucksack von E-Fuels? Man könnte doch bei genauem Hingucken auf die Idee kommen, dass alleine der Aufbau der Anlagen zur Produktion mit den Hunderten, Tausenden von Windrädern schon einen riesigen CO2-Rucksack erzeugt. Und den werden wir wahrscheinlich ja nie wieder los. Nee, das ist eigentlich genau richtig gedacht. In jede Gesamtbilanz von der Technik gehen die energetischen Gestehungskosten und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen mit ein. Ja. Wenn Sie jetzt, ich sage es mal plakativ, für ein Batteriefahrzeug, für den Betrieb ein Windrad brauchen, dann brauchen Sie für den gleichen Betrieb im Falle von einem E-Fuel betriebenen Fahrzeug bräuchten Sie dann 6 bis 8 Windräder. Das heißt, Sie haben schon mal den ganzen Materialeinsatz und natürlich auch den energetischen Aufwand vervielfacht. Dann haben Sie die ganzen chemischen Prozesse. Sie haben die Elektrolyse, was Sie dazu noch brauchen. Da brauchen Sie gigantisch große Elektrolyseure. Das CO2 aus der Luft ist ja, wie gesagt, mit sehr, sehr großem Energieaufwand verbunden. Das größte Projekt bisher steht in Island. Da gibt es das sogenannte Direct Air Capture Verfahren. Und was man so liest in der Fachpresse, ist eigentlich eher, dass man da gezeigt hat, dass es schwierig ist, das CO2 effizient aus der Atmosphäre zu entfernen. Und ich würde mal sagen, da sind noch viele, viele Unwägbarkeiten dabei, die sehr viel Energieaufwand bedeuten, und viel Energie- und Materialaufwand bedeutet auch immer ein Treibhausgas-Fußabdruck, und der ist natürlich deutlich höher als bei jeder anderen Technologie. Ja, bei der Lithiumgewinnung für Elektroautos, da wird ständig vom immensen Wasserverbrauch gesprochen, und da kommen wir auch noch in einem der nächsten Videos dazu. Und ist denn bei den E-Fuels wenigstens hier alles im grünen Bereich? Ich meine, bei der Elektrolyse, da brauchen wir auch jede Menge Wasser. Naja, wenn Sie jetzt für 1 Kilogramm Wasserstoff 9 Kilogramm Reinstwasser benötigen, dann würde ich mal sagen, das sind sehr, sehr große Mengen. Sie brauchen ja nicht kilogrammweise Wasserstoff, sondern Sie brauchen 1000 tonnenweise Wasserstoff. Wenn Sie da größere Mengen an E-Fuels herstellen wollen, das können Sie dann umrechnen. Der Wasserbedarf ist gigantisch. Das ist völlig klar. Bei dem Lithium ist es so, da gibt es immer wieder, oder gab es in der Vergangenheit immer wieder irgendwelche Presseberichte und Fernsehdokus, wo man dann so mit dramatisch unterlegter Musik diese Lithiumgewinnung beschrieben hat. Wenn Sie sich mal die Zahlen genau anschauen, und die Zahlen gibt es beim chilenischen Minenministerium, die vergeben nämlich die Wasserrechte, gerade in diesen Trockenregionen, dann gibt es im Wesentlichen 3 Hauptverbraucher. Das ist die Lithiumgewinnung mit 2 Firmen, Albemarle und SQM. Und dann gibt es die Kupferproduzenten, BHP Billiton und Zaldívar. Und dann gibt es die Hotels, die an diesem Atacama-See außenrum nach Touristen halt sich umschauen. Und wenn Sie die Wasserverbräuche, die tatsächlichen, mal anschauen, dann ist der Wasserverbrauch für die Lithiumgewinnung etwa gleich wie der der Hotels dort. Ja, wir hören das jetzt ja inzwischen schon, dass die Leute sagen, E-Fuels, das ist nicht die endgültige Lösung. Aber wir würden sie auf jeden Fall benötigen, um die Verbrennerflotte, solange es geht, klimaneutral zu betreiben. Nämlich bis sie irgendwann in 30 Jahren komplett durch E-Mobilität oder vielleicht doch irgendwas anderes abgelöst wurde. Und Porsche will ja mit seiner Anlage die Verbrenner-Porsche auf der Straße klimaneutral weiter mit Sprit versorgen. Ist denn dieses Szenario wenigstens halbwegs realistisch? Es ist schlicht unrealistisch. Die E-Fuels können in dieser Menge, wie sie benötigt werden, weder in Deutschland hergestellt werden noch sonst wo. Sie haben es vorhin richtig gesagt, alleine um Deutschland zu versorgen, ja, da haben wir klimatechnisch weltweit noch gar nichts bewegt.
bräuchten sie 100 dieser Großanlagen, wie sie jetzt in Chile geplant sind. Ja. Wenn sie dann die ganze Welt damit versorgen wollen, ich weiß nicht, wie viele tausend Anlagen sie dann da benötigen würden. Also ich würde mal voraussagen, das ist bis auf Weiteres unrealistisch. Wie gesagt, es wird E-Fuels geben, sie werden auch gebraucht werden, aber vielleicht nicht so, wie sich jetzt die Apologeten des Verbrennungsmotors das gerne wünschen würden. Gibt es denn außer im Autoland Deutschland überhaupt noch andere Länder, bei denen E-Fuels ein Thema sind? Naja, wir sind ja gerade europaweit recht gut vernetzt in verschiedenen Forschungsprojekten. Und wenn ich da mit Kollegen aus Skandinavien zum Beispiel, aus Dänemark oder auch aus Großbritannien spreche, dann kratzen die sich ein bisschen am Kopf, ehrlich gesagt, weil die verstehen diese Diskussion nicht. Bei ihnen sind alle froh, dass es jetzt in Richtung Elektro geht und dass die Städte sauberer werden, dass die Städte ruhiger werden. Da hilft man dann mit der Infrastruktur. Es gibt bestimmte Vergünstigungen, gerade in Norwegen für Elektrofahrer. Und zack ist der Anteil auf 80% gestiegen. Und wir werden hier auch eine ähnliche Entwicklung bekommen, was viele halt nicht auf dem Radar haben. Es denken viele immer noch, dass so eine Entwicklung linear verläuft. Das heißt, dass wir jedes Jahr irgendwie so ein bisschen weiter vorankrabbeln. Aber wenn Sie sich mal die Einführung jeder neuen Technologie bisher angeschaut haben, dann verläuft es eben nicht so, sondern es ist so eine S-Kurve, bei der am Anfang man lange braucht, bis man dann in so einen steilen Ast gerät und dann geht es sehr schnell, bis man dann am Ende so in Sättigung die letzten 10-20% erreicht. Und wir sind jetzt im Augenblick gerade an einem Punkt, den die Ökonomen als Kipppunkt bezeichnen, als ökonomischen Kipppunkt. Deshalb, weil man sagt, jenseits dieses Kipppunkts hören die Investoren auf, in die alte Technologie zu investieren, sondern investieren nur noch in die neue. Das heißt, in dem Maße, wie die neue Technologie abhebt, das ist ja eine Kurve wie bei Corona, sage ich mal, im Augenblick, wird auch die alte Technologie nach unten gehen, weil da werden einfach die Mittel dafür fehlen, die weiter zu betreiben. Und die Automobilhersteller haben ja alle schon mehr oder weniger Bescheid gegeben, dass sie die Entwicklung des Verbrennungsmotors einfrieren und jetzt auf dem Stand der Technik erstmal weitermachen. Es wird weiterhin Verbrennungsmotoren natürlich geben, aber da werden keine neuen Welten mehr angestrebt. Und wenn Sie es jetzt auf den Punkt bringen, was wäre Ihr Fazit, wenn Sie jemand fragt, ob denn E-Fuels eine realistische Lösung sind, damit wir die Klimaziele erreichen? E-Fuels sind deshalb keine realistische Antwort auf die Treibhausgasproblematik und auf die Klimaziele, weil sie können das ja modellieren. Da gibt es ja ausgearbeitete Modelle, wie sie das Ganze irgendwie als Effekt in der Treibhausgasemission und in der Temperaturentwicklung sich auswirken würde. Und da sehen sie, dass das so gut wie null Effekt hat. Ja, weil, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, auch die E-Fuels sind eben nicht CO2-neutral. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Da ist ein Haufen CO2 als Gestehungsaufwand drin. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das immer wieder vergleichen mit Batterien oder sowas, dann haben sie im einen Fall den Gestehungsaufwand auch von dem Wasser fürs Lithium und sowas. Das wird einmal gebraucht für die Herstellung dieser Batterie. Während wir im Falle von E-Fuels, das ist ja der Brennstoff, brauchen wir das eben ständig und immer wieder und jeden Tag neu. Und da kommt eine riesige Menge zusammen einfach. Das ist keine realistische Lösung auf Dauer, die besser wäre als die andere Option. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fichtner. Das war doch mal ein super Schlusswort, extrem aufschlussreich und vor allem echt einfach erklärt. Und im nächsten Video, da geht es dann um das Thema Wasserstoff. Welche Möglichkeiten haben wir da? Wo ist der Einsatz sinnvoll und vor allem, wo nicht? Super, vielen Dank für die Einladung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, bleibt gesund, bis dahin.